Immenhof, das Abenteuer eines Sommers. Pferde, große Gefühle und eine unvergessliche Zeit an einem ganz besonderen Ort. Sharon von Wietersheim lässt die Magie des berühmten Immenhofs wieder aufleben. Und das hat vor allem Hauptdarstellerin Lea Holtwig großen Spaß gemacht. Toll, also der Immenhof ist mir, also generell alle Locations waren total schön. Und ich mag Pferde einfach. Ich liebe so das Gefühl, wenn man so über, keine Ahnung, zum Beispiel so abgestoppelte Felder galoppiert. Ich reite auch total gerne ohne Sattel. Und es ist einfach ein tolles Gefühl. Es fühlt sich so frei an irgendwie. Doch diese Freiheit ist im Film in Gefahr, denn der eiskalte Investor Jochen Mallinckrodt möchte das berühmte Reitergut nach einem tragischen Vorfall schließen. Deshalb fordert er von dessen drei Bewohnerinnen die Rückzahlung eines alten Kredites ein. Das ist ja der klassische Antagonist, der natürlich den versucht, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der muss ja böse sein. Und wie das dann in Familienfilmen ist, wandelt er sich dann zum Netteren. Das ist ja ganz schön. Wir mögen ja allgemein ganz gerne als Schauspieler, wenn die Figur eine Entwicklung hat. Für Unmut sorgt auf dem Hof allerdings auch Leon, der von Moritz Beckerling gespielt wird. Die neue Hilfskraft aus Berlin ist nämlich ziemlich arrogant und selbstverliebt. Also der Grund, weshalb er überhaupt auf dem Immenhof ist, sind Sozialstunden. Also er hat Mist gemacht und deswegen hat er natürlich auf die Leute und auf die drei Schwestern alles, was da so rumtanzt, erstmal überhaupt keinen Bock. Der will lieber seine YouTube-Videos in Berlin drehen. Ganz im Gegensatz zu Moritz selbst. Von dem aufregenden Drehort war der Shootingstar nämlich von Anfang an begeistert. Also da waren Leon und ich tatsächlich grundverschieden, wie wir den Drehort aufgenommen haben. Ich fand es total krass, das zu sehen, weil es ja wirklich ein riesen Hof war, der aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Und das hat man auch gesehen, also die Häuser hatten richtig was zu erzählen. Trotzdem entwickelt sich im Film zwischen seiner Figur und Lou schon bald eine Romanze. Allerdings sorgt die für ziemlich Ärger, denn auch Mats, sein Stalljunge, ist in das Mädchen verliebt. Und der Penner soll denn zurückgehen, wo er gekommen ist? Komm, wir gehen raus. Das sind ja Gefühle, die wir alle kennen, ne? Mit Eifersucht und dann weiß man auch nicht so richtig, was passiert jetzt, dann kämpft man darum. Und das ist eine ganz schöne Entwicklung, finde ich, die bestimmt jeder von uns kennt oder schon mal durchgangen ist in der Hinsicht. Aber für wen würde sich eigentlich Lea entscheiden, wenn sie die Wahl hätte? Ich weiß nicht. Die waren jetzt beide so charakterlich nicht unbedingt mein Geschmack, im Film natürlich. Im echten Leben sind wir professionell Freunde. Und deswegen, ja, ich würde mich, glaube ich, für mein Pferd entscheiden. Für Lou hingegen hat die Rettung der Pferde momentan absolute Priorität. Deshalb schlägt sie Mallinckrodt vor, gegen einen Schuldenerlass sein Pferd Cagliostro zu zähmen. Eine Maßnahme, die eigentlich nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Ich glaube, es wäre schöner für alle, wenn sie den Pferdehof eben auch wieder mehr aufbauen würde. Ne? Also wieder vielleicht Pension. Ob es Lou mit ihrem Deal gelingen wird, den Hof vor dem drohenden Untergang zu bewahren? Die Dreharbeiten scheinen allen Beteiligten jedenfalls großen Spaß gemacht zu haben. Kein Wunder, wenn man in so einer atemberaubenden Kulisse drehen darf. Eigentlich bin ich geneigt zu sagen, es war ein ganz normaler Dreh. Das war es aber in dem Fall nicht, weil es ein unglaublich affengeiles Gestüt ist, muss man sagen. Also ich habe sowas, wir alle haben sowas noch nie gesehen. Das ist ein sehr reicher Mann, der da im Saarland wohnt, ein sehr netter Mann auch, der uns da beherbergt hat, sehr, sehr gastfreundlich, der ein Privatgestüt hat, das seinesgleichen sehr wahrscheinlich, ich schätze mal, weltweit einzigartig ist. Und da durften wir diesen Film drehen. Das würden selbst die Amerikaner nicht schaffen, so eine Kulisse zu bauen, die wäre nicht zu bezahlen. Denn Regisseurin Sharon von Wietersheim war es ganz besonders wichtig, den Spirit der bisherigen Immenhof-Verfilmungen einer neuen Generation zugänglich zu machen. Ich liebe den Immenhof. Also ich bin einer der größten Immenhof-Fans überhaupt und ich fand das halt toll. Und ich habe dann gedacht, ich will einen Pferdefilm machen, Und dann habe ich natürlich 10 den Pferdeflüsterer mit Robert Redford. Und dann habe ich gesagt, ach, ich muss einen machen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du den Immenhof machen. Der ist zwar wahnsinnig süß und so, aber der hat ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen Nostalgik, ja. Eine Neuinterpretation, welche die Magie der Kultreihe in jedem Fall wieder aufleben lässt. Und garantiert nicht nur bei Pferdeliebhabern für ein unvergessliches Kinoerlebnis sorgen wird. Immenhof, das Abenteuer eines Sommers. Jetzt im Kino.